So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute etwas früher, 8:24 Uhr, und wir haben hier direkt einen ersten Box-Trade, nämlich einen Big-Number-Trade, 16.107 Long zu 16.092 Short. Und damit begrüße ich alle heute im Live-Trading-Raum und auf YouTube, denn wir sind jetzt direkt auch live. Also unseren erfolgreichen Handelstag am 6. Januar. Und für die einen ist ja heute auch Feiertag. Ja, hier in Hamburg ist ganz normal Trading-Tag, und ihr seht die Kurse auch. Und wir haben heute ja gleich mit einem Gap Down eröffnet, sind unter der 16.100er Marke erstmal gelaufen, und jetzt sind wir wieder bei 16.107. Wir gucken gemeinsam jetzt einmal auf die Tagestrades. Und ich werde hier einmal das Radar nochmal aktivieren. So, wir fangen ganz oben an. Audi, kanadisch Dollar heute. Ja, der Trade ist short in den Gewinn gelaufen. Audi haben wir, ihr seht es, auch nicht getradet. Da fehlte da ein bisschen. Aber kanadisch Dollar, Schweizer Franken, Euro, kanadisch Dollar haben wir getradet. USD CAD. Sehen wir, da sind wir short und der Markt dreht, aber wir haben noch kein Gegensignal auf Daily Basis. Ja, wir gehen auf die Weeklies. Dort sehen wir Euro, Yen, den haben wir getradet. Sonst gibt es nichts Neues, und wir haben eine Vorbereitung auf den S&P 500, der ein Short Setup heute Abend bringen wird, wenn es so bleibt. Und das bedeutet für uns, wir haben ja uns ja gegen das Gegensignal gemacht. Wir platzieren dann hier eine neue Order. Wir können dann die Long Order rausnehmen. Das machen wir aber morgen früh gemeinsam. So, wir sehen auf der rechten Seite unseren ersten Trade, Big Number 16.107. Wir haben das Gap von gestern geschlossen. Und jetzt gehen wir einmal in die Blue Boxen von gestern rein. Wir hatten gestern Abend eine 20er Box. Gestern Nachmittag 20er, 30er, 27er und hier eine 16,5er. Die können übrigens auch für eine Hedge-Auflösung genutzt werden. Ja, alle Boxen, die kleiner sind als 20. Hier war gestern auch die 16er, die haben wir verpasst. Und wir sind jetzt im Markt. Long, Big Number Trade, Long. Und wir wissen ja, ab den zweiten Trade gehe ich auf angepasst. Das bedeutet, wenn der Markt jetzt nach unten wegdreht, dann gehen wir noch mal, versuchen wir ein bisschen mehr mitzunehmen. Die Zonen für heute sind die klassischen Zonen. Das sind einmal 50er. Das wäre dann irgendwie in dem Bereich. Und oben herum heute wäre dann der Daily Pivot bei 16.151, aber das erst, wenn wir mit dem Trade letztendlich in die nächste Runde gehen. Jetzt sind wir schon draußen. Das bedeutet hier für die YouTuber, wir verabschieden uns heute bei euch schon heute. Ist relativ früh um 8:29 Uhr. Das war der Eröffnungstrade. Für alle, die im Club und im Live-Trading-Raum aktuell sind, wir traden dreimal die Big Number. Das bedeutet, wir gehen jetzt noch mal rein in diese 16.100er Marke. Ich verabschiede mich aber für unser Videotagebuch, und dann bis morgen.